Ja, wir hatten Ende 90er das Problem, wir haben eine neue Datensicherungsumgebung aufbauen müssen und haben uns auch da eine Software gewünscht, mit der wir im Prinzip auch alles protokollieren können. Das war das größte Problem, weil wir eine große Anzahl von Servern haben und die mussten alle einzeln gemanagt werden und da wollten wir einfach eine Rundumlösung haben. Ja, seit Anfang 2000, da hieß das Produkt noch RCC1 und später wurde daraus Backup Engine. Ja, die Vorteile ist, dass ich einen zentralen Punkt habe, wo alles dokumentiert wird und wo auch meine Kollegen mit klarkommen. Jeder kann es bedienen und jeder hat die Informationen, die er braucht. Also besonders in großen Umgebungen hat es einen riesen Vorteil, aber auch in kleineren Umgebungen kann es zu Dokumentationszwecken herangezogen werden. Also eigentlich fast allen, die Backup monitoren und kontrollieren wollten.